verstehe diese Tafeln gar nicht. Ja, auf dem unteren Bildschirm. Die Grünen sind wir, ne? Genau, ja, da sind unsere dabei und da Minsk liegt jetzt 1-0 zurück und ich hatte auf Sieg Minsk getippt und ja, okay, 57. Minute ist noch drin, aber ist schon nicht gut. Ich hatte auf die anderen, ne? Vilnius. Vilnius, ja. Vilnius, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen werden. Für dich ist gut, läuft. Ja. Heute Döner auf deinen Nacken. 16 Mars TV, heute mit Pillard. Mein Name ist Teddy und wir sind hier gerade in der Sportsbar. Wie geht's dir? Gut, gut. Dir auch gut? Mir geht's auch super. Wir haben ja gerade hier schon fleißig getippt. Ist mein erstes Mal, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ich bin sonst hier gar nicht sportaffin und schon gar nicht so Wetten und so ist nicht mein Ding. Aber du hast mich dazu quasi gedrängt. Wir können ja gerade mal vorlesen, was wir so getippt haben. Das erste Spiel war? Ja, auf meinem Zettel ist, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ja, wir haben jetzt halt gerade den 3.2. um 14 Uhr irgendwas. Da läuft jetzt halt leider keine Bundesliga. Mhm. Deswegen mussten wir auf Kroatien auf jeden Fall zurückgreifen. Minsk und Jablonec noch. Ist auch irgendein tschechischer Club, glaube ich. Krass, guck mal, das sind sogar Freundschaftsspiele, Alter. Ach, das ist gar nicht Liga so jetzt. Nee, guck mal, das sind Club-Freundschaftsspiele, Oyel. Da spielt gerade die von der einen Mannschaft die A-Jugend gegen, bei der anderen Mannschaft spielen nur die sonst nie spielen wahrscheinlich und so, Oyel. Okay, naja, egal. Wir haben Minsk gegen Žalgiris Vilnius reingenommen. Ja, ich habe getippt, dass Minsk gewinnt. Das sind so 10 Minuten ungefähr hier. Kurz nachdem ich den Tipp abgegeben habe, hat dann auch Vilnius das 1-0 gemacht. So heißt, in dem Spiel sieht es für mich schon mal schlecht aus, für dich aber sehr gut. Ja. Zweites Spiel, was ich auf dem Schein habe, ist Lokomotive Zagreb gegen NK Segesta Sisak, wird das glaube ich ausgesprochen, oder Sisak. Da habe ich auch eine Ergebniswette gemacht, und zwar Tipp 1, nämlich die Heimmannschaft Lokomotive Zagreb gewinnt, weil ich ein, zwei kroatische Homies habe, die voll auf Zagreb abfahren. Da steht es noch 0-0, glaube ich, oder? Ja, da steht es immer noch 0-0, 12. Minute gerade, okay, da ist noch alles drin. Und dritter Tipp, FK Jablonec gegen Kalmar FF. Wenn mich nicht alles täuscht, ist alles, was mit FF endet, sogar, glaube ich, ein schwedischer. Irgendwas Skandinavisches auf jeden Fall. Ne, diese ganzen schwedischen Vereine sind alle FF am Ende. Okay, dann wird das wahrscheinlich ein internationales Freundschaftsspiel sogar sein. Und da habe ich getippt, dass zur Halbzeit unentschieden steht. Und da steht es auch... Oh, rote Karte irgendwo. Ja, fick mich. Guck mal. Wenn ich nicht der Minusmensch überhaupt bin, Alter, dann, guck mal, das ist 10 Minuten her. Schon haben die ein Tor, eine rote Karte haben die schon gekriegt. Bruder, ey, wie soll alles ich, für mich. Wie soll ich denn so Millionär werden mit der Scheiße, Alter, wenn immer alles so gegen mich läuft? Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall der Minus-Murat. Ja, aber bei Jablonec gegen Kalmar steht es nach wie vor 0-0, 17. Minute. Wenn das bis zur 45. so bleibt, kommt mein Tipp rein. Aber wie gesagt, Minsk jetzt in Unterzahl. 30 Minuten noch, wird schwer. So, du hast jetzt nur für die erste Halbzeit da getippt, ich auch jetzt, ne? Genau, bei diesem Lokomotiv Zagreb gegen Sisak war das? Genau. Und ich habe gesagt, Tipp 2 heißt Sisak. Genau, Auswärtsmannschaft gewinnt, ja. Okay. Hast auch eine 5,7 Quote drauf. Oha, ja. Wie viel kannst du rausholen? Du hast 2 Euro gegeben, 3 Euro gegeben. Kannst, woho, 110 Euro für 3 Euro ist gute Quote. Ich kann für 4,50 Euro nur 42 gewinnen und bin jetzt schon gefickt. Ja. Irgendwas mache ich grundlegend falsch immer dabei, naja, egal. Ich glaube, man ist manchmal auch im Vorteil, wenn man nicht zu viel analysiert. Ne? Also wenn ich jetzt hier mit Anfängerglück rausgehe, habe ich auf einmal 110 Euro. Ja, aber das ist das Gefährliche daran. So, du machst erste Schein, bam, 110, komm rein und denkst so, ah, Brudi, so läuft das. Und dann gehst du rein, bam, bam, zack, dann sind 110 und noch ein bisschen mehr, ganz schnell wieder welche. Ich hau da auch nicht, wer weiß, wie Kohle immer raus, so pro Bundesliga-Spieltag nie mehr als ein 20. So, das macht mir halt einfach Spaß, insbesondere jetzt diese Saison spielt Schalke oft sonntags, weil sie donnerstags in der Euroleague spielen. Und hast du halt Samstag 5, 6 Spiele, wo halt nicht Schalke spielt, dann gucke ich immer Konferenz, alle Spiele gleichzeitig. Und wenn du dann halt so einen Schein, ein, zwei Scheine nebenher laufen hast, ist das halt so ein bisschen spannender. Also, geht auch nicht um die Kohle, geht ein bisschen um den Spaß nur. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nach heute nicht süchtig. Ich gebe mein Bestes. Seit 2009 hast du noch nichts rausgebracht. Das ist deine erste Promophase quasi. Ja. Wie geht's dir? So jetzt wieder im Rapperleben angekommen. Ey, gut, gut. Wir sind wie gesagt heute und gestern... Ja, genau, gestern und heute sind wir in Berlin, hauen hier die ganzen, ist ja echt viel hier in Berlin. Ja, da haben wir dann gesagt, okay, bevor wir den jetzt allen sagen, kommt mal im Pott, dann kommen wir halt hier hin. Und ja, so viel zur Promophase, 3 Videos haben wir bisher veröffentlicht, das vierte drehen wir jetzt relativ zeitnah. Ja, macht Spaß, cool, lange nicht mehr gemacht, aber macht Bock noch. Hast du denn die ganze Sache auch vermisst? Also denkst du dir jetzt, ja, vielleicht kann man die nächsten Jahre doch noch hier weitermachen?
Ja, du sollst halt niemals nie sagen. Ja. Ne? So, also aktuell gibt es da noch keine konkreten Pläne. Ich weiß es auch noch gar nicht, was passiert nach. Komm, ich muss die ganze Zeit auf diesen Fernseher gucken, obwohl ich mich schon konzentriere, nicht hinzugucken, Alter. Gehen wir zurück zu. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie. Was passiert jetzt nach dem Album? Was ist der nächste? Kommt danach direkt das nächste Album? Kommt ein Mixtape? Kommt überhaupt was und so? Da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt gucken wir erstmal, sind noch 3 Wochen bis zum Release, dass wir das Release erstmal sauber über die Bühne bringen, danach vielleicht noch ein paar Sachen machen und ja, dann schauen wir mal, was danach kommt. Cool. Wir haben uns etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht bei diesem Interview. Wir wollten ein bisschen so in Vergangenheit rumschwelgen und deine Karriere nochmal in Retrospektive so okay. Uns das Ganze mal anschauen. Verschiedene Stationen, deswegen haben wir hier ein Fotoalbum erstellt. Und auf mein Kommando, warte, darfst du dann die erste Seite aufschlagen. Okay. Und bitte auch immer nur weiterblättern, wenn ich dir das dann auch sage. Nochmal vorweg, glaubst du, da gibt es so 1-2 Fotos, bei denen du hoffst, dass sie da nicht auftauchen? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, Alter. Würde mich wundern, wenn nicht, sagen wir mal so, Alter. Gut, dann starten wir mal. Okay. Was siehst du? Pixel. Gab's leider nicht hochauflösend, ne? Ja, ist ja auch ein bisschen älter. Es gab's zu der Zeit gar nicht. Hochauflösend gab's zu der Zeit halt nicht so. Ja. Alter, da bin ich 20 oder so, Alter. Das war halt, ja, das war die erste Musik, die ist von mir damals noch exklusiv nur auf Tape, also nur auf Kassette, das gab es gar nicht auf CD oder so und an iTunes und so war sowieso noch gar nicht zu denken. Ja, das war so das erste Demo-Tape, was wir gemacht haben mit noch 3 anderen Rapper zusammen, Oso, Mr. Knight und Raz hieß er, David aus Dortmund. Der Kollege hier heißt eigentlich Tobias, aber sein Künstlername war Necro. Das war so der erste, von dem ich so Beats gepickt habe, der halt auch wirklich eigene Beats produziert hat. Der war auch noch auf dem ersten Snaggerpillard Mixtape später vertreten mit Beats und so. War eigentlich schon ein krass talentierter Typ, aber der ist jetzt irgendwas krasses Mediendesign oder so. Er ist eh aus so einer krassen Künstlerfamilie. Sein Opa war der erste Deutsche, der so eine Kinokette in Deutschland hatte und über den gibt es im Braunschweig ein Museum und so, voll die Künstlerfamilie. Und ja, dann haben wir noch einen DJ, den, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Alter. DJ Chris? Nee, das war er nicht. DJ Whiskat hieß der, genau. So weißt du, wie diese Wortspiele damals, Whiskas, das Katzen, aber Whiskat. So war, ja, nee, diese Filme. Ja, so. Ja, und das war das erste Thema, was wir rausgehauen haben. Und ja, das war, lass mich nicht lügen, 2001 oder so. War das auf dem Schirm? Nee, es war etwas später. Später noch? 2003. 2003 erst? Ja. Boah, guck mal, Alter, dann haben wir doch, kommt hin, ja. 2003, ja, kommt gut hin, ja. Aber das waren nicht deine rap-technischen ersten Gehversuche, oder? Weil ich habe mir noch ein paar Sachen daraus gehört und da gibt es stellenweise auch schon von dir reimtechnisch, selbst im heutigen Stand noch, auf jeden Fall dicke Dinge. Also das waren auf jeden Fall nicht deine ersten Gehversuche, oder? Nee, aber es waren die ersten Songs, die wir aufgenommen haben. So. Vorher war ich halt viel auf Freestyle-Battles unterwegs und so, damals hier mit dem Kollegen Mr. Knight, auch mit Fahrt damals noch, haben wir viele, viele Freestyle-Battles hochgenommen und besonders immer, wenn Vater dabei war, dann wurde es schon immer sehr lustig, Alter. Da gab es auf jeden Fall einige Schoten. Und das war, wenn ich mich recht erinnere, und ich glaube, da erinnere ich mich recht, dann waren das die ersten Parts, die ich so auf Beats geschrieben habe und dann auch wirklich aufgenommen habe. So, ja. Der Rest vorher, alles war immer Freestyle auf irgendwelche Battles. Ich habe zu dem Tape sogar ein Interview gefunden, also ein schriftliches, da hast du noch davon gesprochen, dass du auf dem Tape auch selber produziert hast, stimmt das? Da hast du auf jeden Fall davon gesprochen, dass du da auch den einen oder anderen Beat sogar selbst produziert hast. Deswegen war meine Frage, wieso bist du da eigentlich nicht dran geblieben? Weil ich, ne, wenn es um Producing geht, da bin ich eine totale Wurst. Deswegen, ich erinnere mich, dass ich damals mal, das kann sein, dass es auf dem Tape war, das habe ich selber nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich habe damals mal, Necro hatte vereinzelt Beats gemacht und ich hatte halt, was hatte ich, Logic damals, so eine ganz alte Version von Logic und Fruity Loops mehr, weil das war einfacher so. Ich hatte auch nie den Nerv, mich da reinzufuchsen. Und ich erinnere mich, dass ich bei dem einen oder anderen Beat mal noch irgendein Synthi dazu gespielt habe oder irgendeine Bassline oder so. Aber einen kompletten Beat selbst produziert. Ah, doch, klar, warte mal. Auf dem Feature mit Lackmann, glaube ich sogar. Yo, krass, den habe ich selbst. Das ist auch voll das Brett für damalige Verhältnisse gewesen. Yo, den habe ich selber gemacht. Stimmt, Alter. Krass. Jo, dann habe ich da tatsächlich auch selber produziert. War das dann an der MPC oder wie hast du den gemacht? Weißt du das noch? Ja, bist verrückt. Das war an so einem MPC, hatte ich keine Kohle für. Das war an so einem Computer, den habe ich, glaube ich, von irgendeiner Büroauflösung oder so. Da hat sich irgendwo ein Büro aufgelöst. Da hast du einen Computer, der damals
weiß nicht, weil er war schon Euro, ne? Der damals vielleicht 300 Euro war, habe ich für 120 Euro oder so klar geschossen. War aber auch kein Laufwerk und so mit dabei, da musstest du noch Sachen dazu kaufen. Mhm. Und da hatte ich halt einfach Fruity Loops drauf und da hatte ich Logic drauf. Und da bin ich einfach einen Tag zu Nico gegangen und habe gesagt, gib mir mal alle deine Sounds, die du hast. Und die habe ich ihm dann einfach abgezogen. Und daraus habe ich irgendwie einen Beat gebaut. Ja, aber das stimmt, diesen Lackmann-Beat, den habe ich tatsächlich, auf den wir Lackmann gefeatured haben, den habe ich selber gemacht. Ja. Wieso habt ihr eigentlich danach nicht mehr zusammengearbeitet, du und Lackmann? War das jetzt auch nicht ein Kandidat für das aktuelle Album, weil der ist ja noch aktiv? Haben wir danach nie wieder Feature gemacht? Nee, hast recht, ja. Also, jetzt nicht irgendwie aus einem bestimmten Grund oder so, dass das irgendwie Stress gab oder so, sondern nein, Lackmann ist nach wie vor einer der lustigsten, abgedrehtesten Typen, die ich je getroffen habe und auch einfach, ich habe gestern sogar Dingens, habe ich gesehen, fand ich richtig cool, Sigi hat gestern gepostet bei Facebook, wie er das Lackmann-Album gekauft hat und so, heißt so, die von früher, die wissen auf jeden Fall noch, wer er ist und die haben ihn noch auf der Scheibe und er ist auch einer der verrücktesten Rhymer, der hat... Aber haben wir nicht zwei Lackmann-Features gemacht? Ja, ich weiß selber nicht mehr, ohne Scheiße. Er ist auf jeden Fall einer der durchgeknalltesten Rhymer, die hier in Deutschland je gab, mit SD zusammen, so den auch viele gar nicht mehr kennen. Und, aber es gab keinen bestimmten Grund, warum nicht. Also hat sich einfach nie ergeben oder so. Du kannst einmal weiterblättern. Du hast Mr. Nike das nächste Ding gemacht. Ja, Mann. Das gab es dann auch tatsächlich schon auf... Guck dir mal das Cover an, Alter. Da wollte ich direkt fragen, wer hat das Cover gemacht? Weißt du das noch? Ey, ich glaube, ich oder Nico. Ich glaube, wir beide zusammen in einer halben Stunde bei... Was ist das da im Hintergrund? Sind das Papierfets? Ja, das sind so, glaube ich schon, keine Ahnung, Alter. Ey, wir haben halt auch einfach... wir haben auch einfach einen Vollfick gegeben, Alter. Es ging komplett nur um die Songs, die da drauf waren. Ja, Pilot Night, Unsigned EP, auch der erste Song, den ich mit Snagger zusammen gemacht habe, war da drauf. Das erste Mal, dass Snagger und ich zusammen Musik gemacht haben. 6, 7, 8 Songs, irgendwie sowas in der Größenordnung. Ich glaube, es waren sogar 9. Waren sogar 9? Ja, guck mal, dann waren es sogar 9, Alter. Ja. Die EP habe ich sogar komplett in voller Länge auf YouTube noch gefunden. Okay, schade. Mir wäre lieber, wenn es die da nicht mehr gibt, Alter. Naja, aber es war halt damals die Zeit, ne? So hat man halt damals gerappt. Also wenn das heute einer hört, der wird sich denken, Alter, was ist denn das für ein Schrott? Aber man muss halt schon dazu sagen, für damalige Verhältnisse waren wir da echt schon krass am Start mit was wir da gemacht haben. Ey, Cover, ja, Katastrophe. Einfach irgendwo ein Foto geschossen, Alter, irgendwo draufgeklatscht, irgendeine Schrift rein und bam, fertig. Ich muss doch erstmal gucken, wer von euch wer ist. Ja, ich bin hier der Hintere mit dem Basketballtrikot. Wahnsinn, mit einer Jeansjacke über einem Basketballtrikot, das auch keinem erzählen, Alter. Rough Rider Germany. Alter. Aber du hast schon angesprochen, da war das erste Feature von dir und Snagger mit drauf. Genau, da war der erste Song drauf, den wir mit Snagger zusammen gemacht haben. Ich hatte ihn damals, nämlich über diesen Necro, der die Beats gemacht hat, der hatte mir irgendwann mal einen Song von sich gezeigt, wo er einen Beat gemacht hat und da einer auf Englisch gerappt hat. Und der klang halt wie irgend so ein Typ aus New York oder so. Und ich meinte, Alter, krass, so der Beat ist cool, aber wer ist denn der Rapper? Und so hast du da irgendwie so einen Ami-A Cappella genommen und einen Remix drunter gehauen. Der meinte, nee, das ist Snagger, der ist hier aus Gladbeck und so, das ist einfach ein Deutscher. Und ich konnte das erst gar nicht glauben, weil so Reptile und so, die haben auch auf Englisch gerappt und so, aber da hast du es halt gehört, dass es kein Ami oder so ist, dass es halt einer ist, der eine andere Muttersprache hat. Und dann haben wir irgendwie connected und so, ey, lass Song machen. Und dann kam er ins Studio und hat eingerappt und dann war original, ich glaube, das war sein allererster Part auf Deutsch. So. Und ich glaube, das war sein erster deutscher Part. Und ich war so auf, hey, ich war erst so auf, wohin, Alter? Ich wollte, dass der so krass auf Englisch spittet, so, weißt du? Deutsch kann ich selbst, aber ey, der Part war dann halt auch Überkiller. Und ja, meines Wissens waren auch, das war sein erster deutscher Part und die 14, 15, 16, 17 Parts, die er danach geschrieben hat, das war dann Snaggerfick Deutschland 1. So. Das waren seine ersten deutschen Songs, ne? Kannst du einmal weiterblättern? Ja, Mann. Die Horndogs Mafia präsentiert 3Ps, 108. Release. Snagger und Pillard, die linke und die rechte Hand Gottes. Viele reden von einem Deutschrap-Classic, von einem Punchline-Classic. Ich glaube, das kann man auch unterschreiben, weil viele haben sich davon auch inspirieren lassen. Ja, ne? kann man glaube ich, wirklich, ohne arrogant zu klingen. Ja, guck mal, das Cover-Artwork, das war wieder Nico, so du siehst. Es hat sich gar nicht so viel geändert zu dieser Snack. Aber es war schon, ist schon ein Update, kann man ganz ehrlich schon sagen. Ja, ist ein Update, aber ist halt immer noch relativ low budget. Und ja, das war halt einfach, glaube ich, die Zeit, wo Musik machen
mir persönlich mit noch am meisten Spaß gemacht hat. So, es war gerade neu, gerade fresh. Wir hatten was gefunden, was in Deutschland so in der Form noch keiner gemacht hat. Das hat übertrieben Spaß gemacht, ins Studio zu gehen, Songs. Ich war auch da so, zum ersten Mal in so einem richtigen Studio. So. Vorher, das waren so bei Nikro, wenn ich da Songs oder Freestyles oder so aufgenommen habe, da hing einfach ein Mikro im Raum. So. Es ist jetzt aus dem Fenster hängen können, so. Das wäre derselbe Sound gewesen. Vor dem Mixtape kam es ja erst zum Signing zu 3P, ne? Ja, aber es heißt Signing. Also wir waren zu keinem Zeitpunkt so wirklich wie im Sinne eines Künstler-Exklusiv-Vertrags bei 3P gesigned. So. Wir sind dann halt irgendwann, Savas hatte bei Snagger mal angerufen, weil er Sachen gehört hat, Snagger Fick Deutschland gehört hatte. Meinte, hör mal, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht mal vorbeikommen hier? Ich bin auf Tour bei euch in der Nähe, könnt ein bisschen Vorgruppe machen, chillen wir ein bisschen und so. Das war so der erste mit großem Namen, der irgendwie auf uns aufmerksam wurde. Und über Savas haben wir dann Costa kennengelernt, in Medic, der auch seit Tag 1 bei 3P war und ist. Und der meinte dann irgendwann, hör mal, was macht ihr denn jetzt so, ne? Was ist euer nächstes Release? Und wir so, keine Ahnung. Wir hatte ich da zu dem Zeitpunkt auch einfach noch gar keinen Business-Gedanke. So. Es hat einfach Bock gemacht, war geil und fertig. Ich meinte, was habt ihr jetzt vor? Ich so, keine Ahnung, Mixtape oder so. Zu der Zeit hat man ja Mixtapes gemacht, so. Er meinte, ja, habt ihr schon Songs? Ja, was weiß ich, 30 Stück oder was, Alter. So, und dann teilweise noch ganz viel auf so Ami-Beats, einfach jeder ein 16er, so. Der so, ja, kommt doch mal vorbei, Moses wird sich das gerne mal anhören. Und ich so, boah, Pelle Moses, Alter? Er so, ja, ja. Und ich so, boah, krass. Ich so, Snacks, lass mal nach Frankfurt, Alter. Ja, und dann haben wir einen Abend bei Mo gechillt, Alter. Übertrieben cooler Typ, lustiger Typ, entspannter Typ. Und ja, dann hat er ein paar Songs gehört und meinte, ey, ganz ehrlich, macht euch Gedanken, was ihr machen wollt, wo ihr hin wollt, so. Und wenn ihr das bei mir releasen wollt in irgendeiner Art und Weise, dann lasst mich das wissen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und kurze Zeit später haben wir dann halt für das Mixtape so eine Bandübernahme gemacht. Also es ist halt kein Künstler-Exklusiv-Vertrag, sondern halt ein Vertrag nur für dieses Mixtape. Mhm. Haben es rausgebracht. Ja, und dann ging so langsam der Hype los, Alter, kann man schon sagen. Ein großes Thema zu der Zeit, sieht man auch, waren auch die Klamotten. Ja. Du kannst ja mal eine Seite weiterblättern. Weißt du, aus welchem Video das Bild ist? Ja, also das ist so echt so, ganz ehrlich, ich bin Hand aufs Herz, ich bin... Guck mal, wie dünn ich da war, Alter, krass. Eigentlich schon, ne? Mhm. Aber nein, eigentlich hatte ich dieselbe Figur ungefähr wie jetzt, nur das Jersey ist halt 5 Nummern zu groß, dann fällt es nicht so auf. Ja, Fakt ist, also ganz ehrlich, ich bin kein Typ, der Sachen macht und sich danach für schämt, so, weißt du? Oder der sagt, oh, hätte ich das mal lieber nicht gesagt und ich habe schon ganz andere Schoten gerissen, so, weißt du, im besoffenen Kopf und so. Aber ich schäme mich sehr, sehr selten nur. Aber Hand aufs Herz, das ist echt so, wo ich mir sage, Alter, komm, ey, hättest du das nicht schenken können, so. Das war aber auch aus so einer Laune raus, so. Irgendein Ami-Rapper hatte auch gerade einen eigenen Tanz oder so. Ich glaube, das war sogar Soulja Boy, ne? Ja, mag sein. Irgendeiner von diesen ganzen Typen hatte da auch so, auch als eher Scherz gemeint, so einen eigenen Tanz rausgebracht. Und wir haben mit Erjan, hat die Kamera gehalten in dem Moment, Urgendize, hat das gefilmt. Dann haben wir halt auch einfach einen Tanz erfunden und einen Song sogar dazu gemacht auf diesen Lean Back Beat von Fat Joe, ja. Und ey, das Krasse ist, es gibt echt noch Leute, die das heute noch feiern. Ich meine, der Song war cool, so weißt du, die Idee war ja auch cool. Aber wenn ich mir so angucke, wie ich da so rumhample, aber gut, ich war auch jung und wild, ne, ja. Alter. Das war gerade mit Anfang 20 so, da machst du dir halt, also ich habe mir zumindest nicht viel Gedanken gemacht, so. Und ja. Was ich mir auch immer bei so Rappern aus der Zeit immer so denke, ist, was passiert eigentlich mit den Klamotten? Hast du noch so Überbleibsel davon, dass du noch so diese Dipset-Klamotten 6XL-Dinger noch im Kleiderschrank hast? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ja. Also wenn dann, nee, stimmt, wir haben letztens noch, habe ich einfach auch aus Sachen, die schon im Keller verstaut waren, habe ich einfach alles nochmal zusammengepackt und für an so ein Flüchtlingsheim abgegeben und ich glaube, jetzt dürfte ich davon echt nichts mehr haben. Ansonsten bin ich eigentlich ein Typ, der nicht so gerne wegschmeiße. Ich bin jetzt kein Messi oder so, meine Wohnung ist schon aufgeräumt, alles cool. Aber ich schmeiße ungern Sachen weg, einfach nicht, weil ich sie nochmal anziehen will, sondern um irgendwann in 20 Jahren, boah, guck mal, Alter, krass, das Jersey, so ein bisschen nostalgisch darin zu schwenken. Aber nee, ich habe letztens, ist 2 Monate jetzt her, habe ich echt radikal Kisten vollgepackt und weggebracht und da waren auch diese ganzen Sachen, die ich noch hatte, waren dann noch dabei. Ich glaube, das Kleidungsstück, was man vor allem auch mit dir in Verbindung setzt, ist diese Lederjacke, diese weiß-beige, die hast du auch auf dem nächsten Foto an. Kannst ja mal einmal weiterblättern. Jo, ja. Boah, ich habe sie, ohne Scheiß, ich habe die so geliebt. Ne? Ich habe die auch, ich hatte einfach 15 verschiedene Jacken, aber ich habe einfach nur die getragen. Ich habe teilweise Jacken gehabt von Sponsoren aus links und rechts. War mir alles scheißegal. Ich wollte immer nur diese Jacke tragen mit einem weißen T-Shirt drunter. Punkt, mehr wollte ich nicht. Und im Idealfall auch noch diese Cappy. So. Was war es für eine Marke nochmal? Red Drum oder so? Oder? Raw Blue hieß die. Raw Blue. Ah, okay. Das waren so Kunstlederjacken, das war nicht mal echtes Leder und so. Es gab ja diese Pelli Pelli,
Dinger, die in Amiland größtenteils vertreten war. Da bist du in Deutschland ganz, ganz schwer drangekommen zu der Zeit. Das war halt die Alternative dazu und ja, die habe ich damals zu Tode getragen, ja, ohne Scheiß. Zu Tode getragen. Wann hast du dir das Video denn das letzte Mal angeschaut? Also das Battle zwischen Team Schalke gegen Team Selfmade? Ja, gestern bei Rapper Mittwoch, ey. Der hat das gestern auch nochmal rausgeholt, so. Krasses Ding, so Feuer bei Deutschland 1 damals, der erste Teil davon. Hat auch mächtig Wellen geschlagen und ich habe es dann gestern nochmal gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, das kannst du über den Klamottenstil sagen, was du willst, wobei er halt damals zu der Zeit halt einfach ganz normal war. Oder besser gesagt, Snagger und ich den ganz normal gemacht haben in Deutschland, muss man auch mal dazu sagen. Kannst du aber drüber sagen, was du willst, kannst auch über die eine oder andere hohe Stimmlage, mit der wir gespittet haben, sagen, was du willst. Aber Fakt ist, wenn du heute mit dem Part auf dem Freestyle gehst, fickst du immer noch Mütter. Punkt. Punkt aus Ende. Ist so. Viele Lines waren aber auch vom Mixtape, ne? Hast du eigentlich auch die Parts dafür geschrieben? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, Alter. Frag mich nicht. Es war ja generell keine Freestyle-Geschichte im Sinne von, ne? Also es waren schon geschriebene Battles, so wie auf diesen Smack-DVDs damals so, wo auch hier, hab ich gestern auch von gesprochen, Murder Mook gegen Cassidy, wo da hat Cassidy Murder Mook so seine Mutter gefickt, gibt's gar nicht. Und das war so ein Ding mit geschriebenen Dingern und ey, ich weiß gar nicht. Also die Lines sind auch alle auf irgendwelchen Mixtapes verteilt, das ist richtig. Ich frage mich nicht mehr, ob erst Mixtape oder erst Battle war. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich hatte auch irgendwie, jetzt wo ich das letzte Mal das Video nochmal geschaut habe, auch ein bisschen das Gefühl, dass du ein Favorite eine Vorgeschichte hattet. Weil irgendwie hat der irgendwie so gewirkt, als wäre das komplett auf dich so abgefuckt. War das so? Dass sie irgendwie im Vorfeld schon ein bisschen Streitigkeiten hat? Nee, gar nicht. Hat er das auf jeden Fall gut gespielt? Ja, die haben das Dingens, Alter. Das ganz ehrlich, das wurde uns damals immer so ein bisschen angeredet, so von außen, so als wenn wir Snagger Pillard mit Faith und ganz Selfmade und so irgendwie nichts anfangen können oder so. Aus meiner Seite war da eigentlich alles immer cool. Ich habe danach auch, ist gar nicht so spät danach gewesen, irgendwie 2-3 Jahre später, haben Faith und ich nochmal zusammen eine Sendung moderiert. Dieses, wie hieß das, Tausender für einen 16er. Ja. Das war auch so ein, wo Leute ihre 16er hinladen konnten und der beste 16er hat dann irgendwie einen Taui gekriegt oder so. Das hat eine Staffel lang Manuel mit Faith gemacht, dann habe ich eine Staffel lang mit Faith gemacht. Und nein, also ich hatte persönlich nie ein Thema mit ihm. Ja, dass er da Essen auf den Boden geworfen hat in dem Battle, so, das fand ich halt in dem Moment nicht so geil. Also ich finde, das macht man nicht. Aber ansonsten, nein, alles cool. Das Ganze wurde ja von Kool Savas moderiert. War er auch die Person, die dich dazu geholt hat, also zu dem Event? Stellst mir Fragen, Alter. Na, ich glaube, das war Darko und wie hieß er nochmal? Catcher? Das war ja sowieso Out for Fame. Es war damals schon Darko mit einem Catcher zusammen. Das weiß ich gar nicht. Es war aber, will ich nicht lügen, es war aber auf jeden Fall ein Faktor für mich zu sagen, yo, mache ich mit, aufgrund der Tatsache, dass halt das Ganze von Savas gehostet wird. So, weißt du, das hat ja dann schon nochmal eine andere Außenwirkung. So. Ich meine, das war nicht das einzige Kriterium, so, aber das war halt nochmal so ein Argument mehr, da teilzunehmen. Weil machen Sie uns nichts vor, wenn du halt auf so ein Battle gehst und da vorher groß die Welle machst, es kann ja auch immer mal sein, dass du eine Klatsche kriegst. Ne? So heißt, du gehst da halt auch schon ein krasses Risiko ein. Wobei ich mir halt schon ziemlich sicher war, dass ich da nicht untergehen werde, ohne jetzt arrogant zu klingen. Aber das wägst du halt schon ab so. Aber wir sind hingegangen, haben Mütter gefickt, Punkt. Aber es gab noch im späteren Verlauf zwischen dir, Snagger, und Savas so einen kleinen Beef, ne? Ja. Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Also habt ihr euch im Nachhinein nochmal irgendwie getroffen und gab es da eine Aussprache oder ist es einfach, hat sich das mit der Zeit verlaufen? Ey, nein, das ist, ich habe Savas seitdem nicht gesehen. Ich wüsste gar nicht mehr, in welchem Jahr ich ihn zum letzten Mal persönlich getroffen habe. Ich war einfach, oder wir waren einfach auf menschlicher Ebene in verschiedenen Punkten von ihm enttäuscht. Ja, jetzt kannst du sicherlich fragen, ob wir darüber im Juice-Interview reden müssen. So, ja, kann man sicherlich Frage stellen, ist auch eine berechtigte Frage. Allerdings bin ich dann an manchen Stellen und Snagger auch manchmal an manchen Stellen auch emotional halt so ein bisschen. Ist nicht so krass wie Manuel manchmal, aber so im Pott sind wir alle manchmal ein bisschen Hitzkopf und so. Ey, und dann haben wir halt gesagt, was wir gesagt haben, das ist auch nach wie vor alles wahr, das nehme ich auch kein Stück von zurück. Dann hat er in einem Song halt diese Ernie und Bert-Line gemacht, so. Damit war das Thema für mich aber auch durch, so. Also ich habe ihn seitdem nicht gesehen, ich brauche ihn auch gar nicht sehen, also ich suche da jetzt nicht irgendwie händeringend die Aussprache oder so. Soll sein Ding machen, ich mache mein Ding und dann passt das so. Kannst einmal weiterblättern? Da kam es nämlich zum ersten Release auf Deluxe Records. Wie war eigentlich der Umbruch von 3P zu Deluxe Records? Also wie ist eigentlich Sammy auf euch aufmerksam geworden? Ja. Auch jetzt zum ersten Mal mit einem coolen Cover. So. Ja. Jetzt ist zum ersten Mal ein cooles Cover dabei. Wie kam das Umswitch? Wir waren halt nach linke und rechte Hand Gottes, war der Hype halt schon ziemlich hoch. Und
Ja, aber auch da waren wir immer noch so ein relativ großes Stück weit in so einer Phase, ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen, lass erstmal machen und so. Also dieser Business-Gedanke war auch noch gar nicht so ausgeprägt. Und wir hatten auch, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt irgendwie mit Moses nochmal gesessen und über nächstes Release gesprochen, meines Wissens. Und wenn, dann erinnere ich mich nicht mehr dran. Wir waren halt so nach wie vor alles cool, so ist auch heute noch so. Und dann irgendwann hat halt Sammy Manuelsen zuerst gesigned so bei sich. Und ein paar Tage, ein paar Wochen später war Manuel dann halt auch so, hat er angerufen. Ich glaube, so war das, dass er zuerst angerufen hat. Hör mal, wollt ihr bei Moses bleiben? Habt ihr da schon gesprochen? Oder würdet ihr euch auch was anderes anhören? So? Und dann haben wir gesagt, du, klar, also grundlegend höre ich mir jetzt erstmal alles an. Solange wie ich nicht irgendwo künstlerexklusivmäßig für ein paar Jahre gesigned bin, so höre ich mir auf jeden Fall alles an. Ey, und dann sind wir irgendwann nach Hamburg gefahren und hatten schon einige Songs fertig. Der Plan war auch erst direkt nach dem ersten Mixtape mit einem Album direkt zu kommen. Hatten da auch schon Albumsongs fertig. Dann kamen aber Sam und Dennis damals, hießen die beiden, die das so ein bisschen, oder Dennis war halt der fürs Operative, Sam war eher so ein bisschen administrativ im Hintergrund. Und die hatten dann die Idee, okay, pass auf, wenn wir es machen würden, würden wir ganz gerne erstmal noch ein Mixtape machen, um halt noch ein bisschen den Hype anzukurbeln, was sich auch im Nachhinein als ein guter Move entpuppt hat. So. Die Idee fanden wir auch gut und ja, dann waren wir uns auch da relativ schnell einig. Ich hatte nochmal kurz mit Moses gesprochen. Er ist aber auch halt, ich meine, klar, sein Lebensabend ist gesaved, so, weißt du, wie soll er nicht entspannt sein? Aber er war doch total entspannt, meinte, ey, ganz ehrlich, Jungs, macht das so, vielleicht ist das wirklich auch ein Label, was in euer Image und das, was ihr darstellt, euch da vielleicht ein bisschen besser pusht als so 3P. Das ist auch ein Rap-Label, ja, aber das steht halt nicht so krass für dieses Hip-Hop und Lifestyle und dieses Ganze, was damals war, als vielleicht Deluxe Record, so. Meinte, ey, wenn das für euch passt, passt das für mich auch, ich wünsche euch viel Erfolg, so, und alles cool. Ja, und dann sind wir halt bei Deluxe Records gelandet, ja. War das auch der Punkt, wo ihr das erste Mal auch richtig Geld damit verdient habt oder war das im Vorfeld schon bei Die Linke und Rechte Hand Gottes der Fall? Ja, das ging mit Linke und Rechte Hand Gottes, ging das schon los, ja. Jetzt mit den Mixtape-Verkäufen vielleicht noch nicht so viel, was haben wir damals, lass mich nicht lügen, irgendwas zwischen 5.000 und 7.000 oder so haben wir davon weggemacht. Aber halt, dann kamen auch die ersten Bookings und so und solche Geschichten und ja. 2005, so war der Zeitpunkt, wo dann zum ersten Mal halt Abrechnung kam, Bookings regelmäßig kamen und so und dann, ja, da ging es los dann mit auch mal ein paar Mark verdienen, ja. Das war auch das Release, wo man auch erstmals Videos von euch zu sehen bekommen hat. Also da gab es ja dieses Commit-Video. Davor gab es nie wirklich so Musikvideos. Warum eigentlich nicht? Ey, keine Ahnung. Wir haben zu linke und rechte Hand Gottes haben wir, ne, stimmt, haben wir kein Video gedreht. Ne. Das hat aber auch diese Bandübernahme, dieser Bandübernahmevertrag, den wir da gemacht haben mit Mo, hat das auch nicht beinhaltet. So. Ja, da haben wir zu dem Zeitpunkt echt, glaube ich, noch gar nicht großartig dran gedacht. So. Wollten halt erstmal gucken, Name machen und so. Und dieses ganze Internet-Ding, so wie sich es heute verselbstständigt hat, Internet ist ja das mit 100 Meter Abstand relevanteste Medium, wenn du eine Hip-Hop promoten willst, wenn du ein Hip-Hop-Artist oder einen Künstler promoten willst. Und damals muss man dazu sagen, da hat sich das gerade erst so dahin entwickelt. So. Da hast du auch nicht für ein Album irgendwie irgendwas zwischen 4 und 8 Videos gemacht, sondern wir haben damals zu Eine Frage der Ehre haben wir 1 gedreht und dann zu Aus Liebe zum Spiel, zum ersten offiziellen, haben wir 2 Videos gedreht, die aber auch so viel gekostet haben, wie wenn du heute 8 Videos drehst. So. War noch eine ganz andere Welt. Da haben wir einfach den Kameramann von Tokyo Hotel und solche idiotischen Moves gemacht. So. Das hätten wir uns auch alles schenken können, wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, so war das damals. Kannst ja schon mal weiterblättern. Wir sind ja eigentlich schon inhaltlich schon beim nächsten Album. Boah, geil. Ich liebe dieses Foto, Alter. Geil. Weißt du, wann das Foto ja, und... ich weiß es ganz genau. Ich weiß, wo das war, ich weiß, wann das war. Das ist krass, Alter, ich schwör's dir. Richtig Vatos Locos, oder? Sag mal, Blood in, Blood out. Das war auf der Promotour vor Aus Liebe zum Spiel 2007, irgendwann im Sommer in München. Und die hatten, der Veranstalter, der Booker, hatte irgendwie kein Hotel gebucht, sondern er hatte so eine Künstlerwohnung gebucht, die direkt so 40, 50 Meter von der Location war. Das war halt einfach so ein riesiges Loft mit, was weiß ich, schlag mich tot, 10 Schlafzimmern, a 2 Betten und 3 Wohnzimmern und 4 Küchen. Das war übertrieben krass. Und ja, da haben wir auch, wir wussten das vorher, von daher haben wir alle Jungs direkt eingepackt, mit denen wir so waren, alle Mann runtergescheppert und da haben wir echt von irgendwie um 12, halb 1 war die Show vorbei und dann haben wir einfach bis morgen 6 Uhr da eine mieseste Party. Wir haben die komplette Wohnung hochgenommen, da kann heute noch keiner drin wohnen, Alter. Wir haben komplett den Mick Jagger rausgelassen und haben dann noch 2-3 Stunden gepennt und das war am nächsten Morgen. Hier hinter diesem Graffiti-Ding war so eine Baustelle und dann irgendwann morgens um 10 haben die Bauarbeiter da angefangen zu rattern und dann konntest du nicht mehr pennen. Und es war morgens schon warm, 25 bis 30 Grad, siehst ja alle Oberkörper frei, das muss um 10 Uhr gewesen sein. Und dann haben wir dieses Foto gemacht. Also mit dem Foto verbinde ich echt viele, viele gute Erinnerungen, Alter. Geil, war ein geiler Tag, Alter, richtig schön.
Casey ist ja auch mit auf dem Foto. Du hast jetzt zum neuen Album, glaube ich, mit jedem Künstler, der drauf ist, einen Song gemacht, außer mit Casey. Wieso eigentlich? Ja, mit Dicino und mit Casey nicht. Ja. Dicino. Obwohl Kirush auch nicht. Ja, Kirush rappt grundlegend, glaube ich, gar nicht mehr. Dicino auch nicht. Ich hatte ihn noch gefragt, Mois, hast du Bock so im Video oder auf einen Song? Und er meinte, nein, nein, das ist nicht mehr mein Film so. Ich pump das und so, aber ich will es selber nicht mehr machen. Und Casey, ja, das hat aus Zeitgründen leider nicht hingehauen. Er war gerade zu dem Zeitpunkt auf seiner großen Tour mit PA und danach war er in Dubai im Urlaub und so. Und irgendwann hatte ich auch einen Abgabetermin und bevor wir jetzt gesagt haben, wir warten noch, wer weiß wie lange. Er wollte auch, glaube ich, dieses Jahr gar nichts mehr machen, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann scheiß drauf, machen wir es irgendwann vielleicht nochmal, vielleicht auch nicht so. Von daher, ja, aber ansonsten sind alle drauf. Manuel und PA auf einen Song. Ein Song mit Snagger und Fahrt und ein Song mit Sinanji und Pedas. Kannst einmal weiter blättern. Yeah. Hier. Sexomatic. Das ist so das erste Cover, was so richtig, richtig clean ist, oder? Ja, 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 das ist das erste, was richtig clean ist und ich finde es auch nach wie vor richtig geil. Ich meine, ja, wenn du es heute rausbringen wolltest, müsstest du wahrscheinlich die Klamotten ändern und. Ach, da ist wieder die Jacke. Da ist wieder die Jacke. Ich habe sie tot gerockt. Tot gerockt. Sie war von innen schon, ist schon kaputt gegangen. Ich habe die immer noch getragen. Hat man von außen nicht gesehen, war mir egal. Ja, aber wenn du die Klamotten austauscht und vielleicht ein bisschen was an der Schriftart machst, dann ist meiner Meinung, kannst du das Cover heute noch ausbringen. Katja Kuhl hat die Fotos gemacht. Nach wie vor geiles Cover, würde ich heute so nochmal, andere Klamotten, andere Schrift und so, aber das Grundidee, das Bild im Hintergrund, ich finde, kann man heute noch raushauen, ist geil. So wie ich es verstanden habt, habt ihr euch aber von dem Album jetzt kommerziell mehr erhofft, als es letztendlich geworden ist? Nee, von dem nicht, nee, von dem danach, aber das lief super. Wir haben, das war unser erstes Debütalbum, davon haben wir, lass mich nicht lügen. Also in der ersten Woche so um die 15.000 weggemacht, insgesamt irgendwas über 20.000. Du bist halt damals mit 15.000 in der ersten Woche bist du halt auf 32 gechartet. So heute wärst du damit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auf A1, wenn nicht gerade Adele oder sowas kommt und dir das wegnimmt. Aber nein, das war eine Zeit, wo wir sehr, sehr gut von Musik gelebt haben. Also kann ich mich nicht beschweren. Wäre ich da ein bisschen ökonomischer vielleicht mit umgegangen wäre mit der Kohle, dann hätte ich da vielleicht auch ein bisschen länger noch was von gehabt. So. Aber nein, zu der Zeit kann ich mich nicht beschweren. Ne? Wie würdest du qualitativ das Album eingliedern in deiner Diskografie? Ist das schon das beste Werk, was ihr gemacht habt? Oder siehst du noch ein anderes Album vor? Jetzt mal dein neues Album außen vor gelassen. Ja, ja, von den Snagger-Pillard-Alben, ja, danach kamen noch zwei, ne? Das war auch gut. Das ist, glaube ich, ein krass unterschätztes Album gewesen. Aber ja, das war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist schon unser bestes Release, ja. Kannst du einmal weiterblättern? Yeah. Ja, Mann. Ich glaube, dein Pulli verrät, was das für ein Dreh war. Genau. Stabile 130 Kilo waren das in erster Linie schon mal. Obwohl, da könnte es noch ein bisschen weniger gewesen sein. Ja, das war der Ruhrpott-Videodreh. Da hatten wir auch einen krassen Kameramann, der irgendwas schon vorher gedreht hatte, irgendwelche abgedrehten Filme und so. War das schon mit einer der größten Musikvideos, die ihr jemals gehabt habt, oder? Oder war das ein Tag-Video danach noch teurer, größer? Ungefähr beide gleich. Okay. Ungefähr beide gleich. Also vom Aufwand her war ein Tag noch ein bisschen mehr. Kommen wir da gleich noch zu? Kommt da noch ein Foto zu? Zu einem Tag leider nicht, nee. Okay, dann erzähle ich das jetzt direkt mit rein. Also von den Kosten her waren so ungefähr, haben sich im selben Budget aufgehalten. Aber wir haben bei einem Tag, um halt wirklich die Story da so ein bisschen mit zu manifestieren, haben wir da in Köln gibt es ein Industriegebiet, da haben die von die Alarm für Cobra 11 drehen. Die haben da so ein Stück Autobahn nachgebaut, wo die ihre Stuntszenen und so drehen. Das haben wir angemietet. Die haben uns so ein Truck, das Auto, was du im Video siehst, das hatten die für Alarm für Cobra 11 schon mal im Rhein versenkt. Das haben die uns mit dem Kran wieder rausgeholt, den wir engagieren mussten und so. Haben uns das da hingelegt, haben es natürlich auch nicht irgendwie trocken gelegt oder so. Es war klatschnass, das Ding, als ich mich da 3 Stunden reingelegt habe. Und das war. Stimmt, da gab es ja die Story, wo Snagger fast gestorben ist, ne? Yo, mieseste Story, Alter. Das hat halt so einen Charakter, noch so einen zusätzlichen Charakter gehabt, weil das halt das Ein-Tag-Video war. So, gib mir noch einen Tag. Und irgendwer, der Axel war es, glaube ich, von Snaggers Firma, kam halt irgendwann auf die Idee. Der hatte extra eine Flex besorgt und kam halt auf die Idee, dass wenn Snacks da gerade aus dem Auto rausliegt, dass man im Hintergrund an der Stoßstange mit der Flex rangeht, da sprüht Funken halt, Metall auf Metall sprüht dann Funken und dann machst du halt so einen Close-Up-Shot und siehst halt im Hintergrund so diese Funken und das in Zeitloop und so. Das hätte auch bestimmt geil ausgesehen, alle so, ja, ja, geil, geil, geil. Ja, und muss dir vorstellen, so, das war das Auto und Snacks lag halt hier auf Fahrerseite mit dem Kopf raus. Aber mit Blickrichtung nach da. Und von hier hinten kam halt dann Axel mit der Flex dran, haut die Flex rein, Kamera läuft. Diese Flex-Scheibe, die drauf ist, war nicht richtig befestigt, springt hoch,
von der Flex ab, landet auf dem Boden und dreht sich aber so rum, dass durch diese Rotation die Scheibe nach da wegschießt. So. Aber in einem Tempo, Alter, richtig so wie so ein geschmissenes Messer. Ja, und wäre das in die Richtung, hätte die sich andersrum gedreht und wäre in die Richtung weggeschossen, so, dann hätte Snagger die im Kopf gehabt. So, weißt du? Und dann wäre dreimal auf Holz geklopft, so, das war so, das passiert und alle sind so, Alter, keiner sagt was so, alle sind so in so einem Schockmoment so. Und du hast halt nur dieses Geräusch gehört, wie das Ding so auf den Boden geknallt ist und weggeflogen ist. So. Und Axel war Schock, ich war Schock, Kameramann war Schock und Snacks lacht. Und Snacks war dann irgendwie so nach 4-5 Sekunden. Weil ich, ist was? Auch schon, der war schon ein bisschen angepisst, weil er da so lange legen musste. Und wir so, ja, ey, komm mal raus. Na, komm mal erstmal raus, chill dich mal, setz dich mal hin und so. Und er so, was denn, Alter, seid ihr behindert? Ja, aber haben wir es ihm halt erzählt und er war dann jetzt aber auch nicht so, ja, er war so, ja gut. Ne, habe ich halt Glück gehabt, ne, hätte ich auch Pech haben können, so, aber wir haben die Szene dann, wir haben gesagt, okay, guck mal, weil Axel kam, dann warte, jetzt schraube ich das richtig fest, ich sage, nein, 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 ich so, guck mal, tu das mal bitte ganz weit weg, irgendwo hin, am besten bringst du dahin zurück, wo du es ausgeliehen hast und lass die Szene mal nicht drehen, so, und dann, ja, dann haben wir es auch nicht mehr gemacht. Krass, krass, du kannst einmal weiterblättern, da können wir ein bisschen noch über die Deluxe-Zeit sprechen, das passt ganz gut, das Foto. Yeah, das war Splash, Alter, mit, ja, Onkel Pillow, Sam, Marvin Hieser, ein Homie von Sam, Marv, Sinchi, Produzent. Ich glaube, der produziert heute SDK unter anderem. Ja. Ja, wird schon genickt, ja genau. Hat damals auch unseren, er hat unseren Schalke-Song produziert. Ein Hamburger hat den Schalke-Song produziert. War aber ein krasser Beat und hat zum Thema gepasst, von daher war geil. Decino, Illo, Snacks und Hallem. Hallem, Spitzname Hallem. Das war, Alter, das war der lebende Comedy-Film, der Typ, Alter. Ich schwör's ja, auch ein Homie von Manuel. Da er hat, krass, wenn du mit ihm dabei hattest, du hattest einfach keine 10 Minuten, wo du nicht lachen musstest. Der Typ hat nur Faxen gemacht. Wenn er, er hat nicht oft getrunken, aber wenn er mal getrunken hat, hat er immer Jim Beam getrunken. Und wenn er dann richtig irgendwann einen Tee hatte, dann stand er immer vor den Kellnerin, hat bestellt und er konnte nicht mehr Jim Beam ausschauen. Er hat immer gesagt, ein Bum Bum. Und ich erinnere so, bitte, und wir, ah, guck mal, Halle bestellt wieder Bum Bum. Er war der beste Typ, so, so bum bum. Ich verstehe sie nicht, komm mal her, bum bum. Alle war super, habe ich auch Jahre nicht gesehen, Alter, würde ich sehr gerne mal wieder sehen. Wahnsinnstyp, Alter, Riesentyp, schöne Grüße, Hallim, wenn du mich siehst, wir sehen uns hoffentlich die Tage mal. Herrschte im Deluxe Records Camp auch ein richtig familiäres, also so ein Verhältnis, oder hat jeder so sein Ding dort gemacht? Ja, das... Also nicht wirklich, ich weiß nicht, wir waren auch nicht so oft in Hamburg so, ne, weil halt die Entfernung halt oder so, wir haben halt viel übers Telefon immer geklärt. Ich glaube, dass die Hamburger unter sich da ein bisschen familiärer unterwegs waren. Wenn wir da waren, hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir irgendwie so eine Randgruppe sind, nicht dazugehören, so, das war schon cool. Aber aufgrund, dass wir uns echt so oft gar nicht gesehen haben im Jahr, hatte ich und hatten Snagger wahrscheinlich auch nicht jetzt so die große emotionale Bindung zu denen. So. Das ist aber auch, glaube ich, ganz gesund, wenn du am Ende Business miteinander machen willst. So zum Beispiel, wo ich arbeite, ich würde nie einen Homie einstellen. So. Das würde ich einfach nicht machen, weil ich genau weiß, es wird irgendwann der Tag kommen, wo ich ihm eine Ansage machen muss oder vielleicht muss ich ihm eine Abmahnung geben oder ihn kündigen. So. Und in die Situation möchte ich halt ungern kommen. Deswegen finde ich das schon ganz gut. Ich meine, mir ist es auch wichtig, dass du, wenn du mit Leuten Business machst, dass man miteinander klarkommt, dass man sich gut versteht und so. Aber meine besten Freunde müssen das alles nicht sein, weil am Ende geht es halt dann doch schon um Business, ne, um Geschäft. Bist du in letzter Zeit mal wieder auf irgendjemanden getroffen, der auf dem Foto ist, den du mal länger nicht gesehen hast, wie ja. Decino oder so? Ja. Decino habe ich im Sommer das letzte Mal gesehen, hatte ihn davor auch lange Zeit nicht gesehen. Illo habe ich seit damals nicht gesehen. Hallim leider auch seit Jahren nicht, auch obwohl ich jetzt Manuel in der Zeit schon sehr oft gesehen habe. Ihn habe ich einfach immer irgendwie verpasst. Sinchi habe ich letztes Jahr im Sommer gesehen, auf meinem Junggesellenabschied in Hamburg. Da haben wir eine Nacht lang den Kiez hochgenommen. Und da habe ich ihn getroffen. Aber der war jetzt kein Kandidat fürs neue Album. Ey, doch, jetzt wo du das sagst, doch, doch, doch. Ich hatte ihm gesagt, Digga, wie sieht's aus? Und er meinte, gib mir ein paar Tage, bin gerade ein bisschen im Stress, ich schick dir was, aber Brudi, ist bis heute nicht angekommen, was ist los, ja? Jetzt wo du das sagst, fällt mir es wieder ein. Da gibt's ein, zwei Kandidaten. Ja, ja, warte mal. Lustigerweise hat gestern noch rap.de. Ne, ihr habt doch diesen Post gemacht. Von welchen? Ihr habt gestern einen Twitter-Post gemacht. Ach so, dieses Oldschool, wo du die Shoutouts an Yoshimitsu und G-Futuristic genau, oder? Genau, habe ich gestern Abend im Hotel noch gesehen, dass da saß ich im Interview und Josh war gerade 19 und Gerrit, glaube ich, sogar nur 18 oder so und sah aus wie Ken von Barbie, Alter. Aber sieht heute immer noch so aus, das weiß er auch. Also auch einer von denen, Gerrit, Junge, warte, wir müssen nochmal sprechen.
Auch einer von denen, der gesagt hat, ja, ich schicke und bis heute nicht geschickt hat. Nein, ist aber alles cool. Er hat auch den legendären Ruhrpott-Beat gemacht, ne? Genau. Das war einer von den, ich habe damals zu der Zeit, das mache ich heute noch gerne, ich check echt viele Newcomer ab, so, weil du weißt nie, wo der nächste krasse ist, so. Ich habe damals, glaube ich, vor aus Liebe zum Spiel, haben wir, das war noch MySpace, war noch gar nicht Facebook, haben mir, glaube ich, über 100 Leute Beats geschickt gehabt und ich habe mir die alle angehört und einer davon war Gerrit, war G-Futuristic. Und ich musste gestern Abend noch, ich saß noch da, habe mich noch selbst gefeiert, weil ich habe da in diesem Interview einfach angesagt, dass es auf jeden Fall zwei Jungs sind, die man im Auge behalten sollte, die auf jeden Fall steil gehen werden. Und wer hat es gewusst? Der Onkel. Bevor wir zum nächsten Foto kommen, möchte ich dich noch vorwarnen. Es ist ein Foto, was du, glaube ich, nicht mehr so magst. Okay. Gott, ey, Alter. Aber dass das dabei sein muss, war dir schon klar. Ja, hatte ich jetzt gerade nicht mehr dran gedacht, aber ja klar. Was stört dich eigentlich genau bei dem Bild? Ist das, wie ihr angeschnitten seid? Oder was, Alter? Alter, guck mal. So, du machst ja nicht ein Foto, du machst ja 300, 400 Fotos, so, weißt du, pro Einstellung. So. Was wollen die mir echt erzählen, dass da nicht eins war, wo wir besser getroffen sind? So. Das Foto ist eine Komplettkatastrophe. Sieht auch nicht so gut ausgeleuchtet aus irgendwie. Das ist einfach gar nichts. Das Foto ist nicht gut ausgeleuchtet. Wie wir gucken, ist behindert. Die Gesten, die wir zeigen, ist behindert. Die Kette hängt schief. Guck mal hier, der Lichteinfall beim Pulli ist, dieser Hoodie ist einfach blau-weiß. Hier ist auf einmal nur noch weiß. Ja. Katastrophe. Hier, guck mal die Kette. Guck mal genau hin. Hier hört auf einmal die Kette auf. Mhm. Siehst du das? Ja. Als wäre, weiß ich nicht, als hätte einer bei Paint diesen Radierer drüber gemacht, Alter. Hier oben, das sieht man hier leider nicht, durch meinen Kopf ist das weiße C von Juice aus dieser Schrift, das ist durchgeschimmert, das hast du durchgesehen, das siehst du nicht. Bei der ausgedruckten Form genau, jetzt. Genau, katastrophal. Ich meine, ich will jetzt auch nicht immer auf den, wie heißt der, Davide rumhacken, aber er hatte damals nur mal die Kappe auf, das ist auch kein persönliches Ding, das gibt halt immer einen Verantwortlichen und das war halt in dem Moment er. Aber das Cover war halt echt so, du hast dich halt so, für uns war das boah, Juice-Cover, die hatten damals, was hatten die noch, eine 70.000, 80.000 Auflage oder so, oder 90.000, größte Hip-Hop-Zeitschrift Europas. Und wir waren halt auf dem Cover und es war so, boah, geil. Und es war auch nach wie vor geil so, aber dann willst du halt schon anders aussehen. Unter dem Aspektpunkt, dass wir die Fotos, was aus Liebe zum Spiel auf dem Cover gelandet ist, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die haben wir denen angeboten. Wir haben gesagt, nimmt das, dann machen wir halt ein anderes Albumcover. Scheiß drauf. Sucht euch, wir hatten da ganz viele, sucht euch euren, ihr habt First Choice. Bevor wir unser Booklet fürs Album machen, sucht ihr ein Foto aus. Und die, nein, wir machen eigene. Ja. Ja. So sah es dann halt aus, wenn sie eigene machen. Ne? Wir können ja direkt zum nächsten springen, damit du es dir nicht länger antun musst. Weißt du, wann das Foto entstanden ist? Ja, da haben wir damals für 16 Bars das EM-Studio gemacht zur EM 2008, genau. In, ja. Wo war die Nummer? Schweiz-Österreich. Schweiz-Österreich, genau. Schweiz-Österreich. Ja, da haben wir es im Studio gemacht. Hatten in einer Folge Manuelsen zu Gast. Und ja, war eine coole Zeit. Er hat auf jeden Fall Bock gemacht. Aber hättest du denn zum diesjährigen jetzt auch Bock? In erster Linie ist das eine Zeitfrage. So. Ich sag mal so, lassen wir nochmal offen. Schauen wir mal, was wir machen. So. Also grundlegend hätte ich schon Bock. Schauen wir mal, müssen wir uns nochmal, wenn Kameras aus sind und so. Haben wir noch ein paar Monate. Vielleicht lassen wir uns mal was Cooles einfallen. Kannst du dich noch an den Opa erinnern am Fenster? Den Hugo? Ja, Hugo. Der alte Hurensohn, der, ich schwöre, das war so ein richtiger Nazi-Bastard, Alter. Ich schwöre, ich hab den gehasst, Alter. Deswegen haben wir den auch in dem Video so genutzt. So, eigentlich mache ich das so mit alten Leuten und so, weißt du? Das gehört sich eigentlich nicht, aber er war einfach ein richtig fieser Hurensohn, Alter. Er hat manchmal Sätze von sich gelassen. Wäre nicht so alt gewesen, hätte ich ihm einfach ganz normale Bombe gegeben, so. Aber ich kann es, wenn einer in dem Alter ist, nicht machen. Das war so ein richtiger Nazi-Bastard, der da beim Kollegen im Haus gewohnt hat. Und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, guck mal, ganz ehrlich, wegschmieren kannst du den eh nicht, so, der ist ja zu alt, so, das gehört sich nicht. Dann lass ihn einfach jedes Mal verarschen, wenn wir den sehen und so. Das haben wir auch eine lange Zeit richtig ausgereizt. So. Und dann irgendwann hat er auch Hass auf Deutsche gekriegt, weil wir halt Deutsch waren und den immer genervt. Der hat einfach mittlerweile Kicks auf alle. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, Alter. Wäre meine nächste Frage gewesen, ob du noch weißt, ob der lebt. Keine Ahnung. Hugo war auf jeden Fall ein Hurensohn. Wenn er noch lebt, ist er immer noch ein Hurensohn. Ist so. Kannst einmal umblättern, dann kommen wir schon zum nächsten Album und dem bisher letzten Snagger und Pillard Album. Ja, genau. Das letzte Snagger Pillard Album 2009. Viele sagen immer aus Liebe zum Spiel 2. Nein, das war es nicht. Es war einfach nur 2. Da sind uns irgendwie so die Filmtitel ausgegangen, war immer alles so irgendwie an irgendwelche Filme angelehnt und die Idee war aber damals cool, lass uns doch einfach 2 nennen, so eine römische 2 und so. Ja, bei Snagger Pillard Fans ist das, glaube ich, noch sehr, sehr hoch aufgehangen, bei allem drumherum wird es, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, da sind nach wie vor, glaube ich, ganz, ganz krasse Songs drauf. Ja, das war dann das erste Release über damals noch Ruhrpott Illegal,
wo Darko damals auch schon seine Finger mit dem Spiel hatte. Und ja, das war das bisher letzte Snagger Pillard Release, ja. Aber das war jetzt das Album, was ein bisschen nicht den Erfolg gefeiert hat, ja, wie ihr es erhofft habt, ne? Ja. Ja, du musst halt immer fairerweise dazu sagen, soll jetzt nicht als Ausrede gelten, aber du musst halt echt fairerweise dazu sagen, dass so 2009, 2010 echt gerade so eine riesen Hip-Hop-Blase so richtig geplatzt ist, war richtig Black Monday. Und damals war ja hier noch nicht mit iTunes und so, da gab es noch diese Portale 3dl.am und wie sie hießen und Rapid Share und sowas, ne? Und du konntest halt auf diesen großen Portalen, konntest du, wenn du die GbR oder die GmbH dahinter bist und das nachweisen konntest, dass du derjenige bist, der das Album released hat, konntest du diese illegalen Download-Links löschen lassen. So. Zwar mit einer Stunde, zwei Reaktionszeit und so, aber du konntest das halt schon machen. So. Und dann habe ich mich mit ihm, weiß ich noch, morgens um 10 Uhr am Darko und ich uns hingesetzt und haben nur auf diesen vier, fünf großen Portalen, die es gab, haben von morgens 10 bis mittags 14 Uhr fünf oder sechs Links löschen lassen, die allesamt schon 10.000 Klicks hatten. Heißt 10.000 Mal illegal downgeblockt. Das heißt, nur am Tag, bevor das Release rauskommt, haben schon 60.000 illegale runtergeladen. Wo ich erstmal dann sage, okay, das kann sein, aber wie ist denn das Verhältnis? Wie viele gehen denn in den Laden und kaufen das? Und das war nicht mal ein Zehntel davon. Das war halt nicht mal das, was wir am ersten Wochenende in den Läden verkauft haben, war nicht mal ein Zehntel davon. Und das war davor nie so krass und ich glaube, dass es heute auch nicht mehr so krass ist. Ich meine, heute kann es nicht mehr so krass nachverfolgen, wer wo was irgendwie download. Und wir waren ja nur damals auf den 4, 5 großen Seiten, so, weißt du? Da gibt es ja noch zigtausend kleine Seiten, wo kannst du da noch mal ein paar tausend dazu rechnen, da noch mal ein paar hundert. Und ja, das war schon eine harte Zeit, wenn du ein Künstler warst und davon echt deinen Lebensunterhalt finanzieren sollte. So. Das war schon hart. Und das war dann auch mit einer der größten Gründe, weshalb du dich jetzt von der deutschen Rap-Szene abgewendet hast? Ja, nicht nur. Also ich hätte wahrscheinlich auch noch 2 Jahre oder so, sagen wir mal, weitermachen können mit Musik. Halt einfach aus Liebe zum Spielzeit, alles was vorher war. Und du warst ja nach wie vor schon noch ein gefragter Act. Es war ja nicht so, dass das Album irgendwie gefloppt hat, weil es keinen interessiert hat, sondern halt, weil die Leute keine CDs mehr gekauft haben. Du hast halt schon noch deine Bookings gehabt und konntest da noch ein bisschen Kohle reinholen etc. pp. Also da hätte ich schon noch 1-2 Jahre über die Runden kommen können. Das war ein Faktor, ja, aber der nach wie vor wichtigste Faktor war für mich einfach, dass ich da halt echt an einem Punkt, auch schon vor das Album rauskam, so, also nicht erst als es dann rauskam, sondern schon in dieser Entstehungsphase, wo wir das Album gemacht haben, echt so an so einem Punkt angekommen war, wo dieser Gedanke so geil, ich habe jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht, so wovon ja viele träumen, was auch jahrelang richtig geil war, so gar keinen Hobby-Aspekt mehr hatte, sondern halt echt nur noch Job war, so, weißt du, nur noch Job. Und zwar auch nicht hier, geil, Job, heute gehe ich zur Arbeit und heute will ich das und das erreichen, sondern so eher so Schrauben zusammendrehen, so, weißt du? So, ich war halt einfach da an einem Moment gewesen, wo ich halt auch mal, wenn ich keinen Bock gehabt hätte, mal 2 Monate gar keinen Song aufnehmen, so. Das ging aber nicht, weil wir wollten ja wieder pünktlich releasen und wir wollten ja ein Album rausbringen und du willst ja auch konstant irgendwie Leute mit Musik versorgen. Und da ist echt ganz, ganz ein großer Teil Spaß an der Sache auch verloren gegangen. Und das dann halt alles in Summe mit noch 2, 3 anderen kleinen Faktoren so, war dann irgendwann der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, warte mal, Alter, so, du bist jetzt 26, so, jetzt mach dir mal grundlegend Gedanken, wo siehst du dich in 5 Jahren, wo siehst du dich in 10 Jahren, so. Und dann habe ich halt mit ein bisschen Bedenkzeit mir dann noch bis 2010 Zeit gelassen, so. 2010 Splash war, glaube ich, der letzte Gig, den wir gespielt haben. Und habe dann die Entscheidung gefasst, komm, mach mal was anderes, da gibt es bestimmt noch mehr Sachen als Musik. Ja, und habe dann jetzt da die letzten 6 Jahre in einem anderen Bereich Gas gegeben. Ja. Aber du hast es nie öffentlich wirklich so angekündigt, dass du aufhörst, oder? Nein, also ich habe nie eine Pressekonferenz in Anführungsstrichen gegeben. Ich habe auch nie einen Song gemacht oder so, wo ich mir irgendwie mein Karriereende so verkündige, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der ich bin kein Freund von solchen Worten wie nie oder niemals und das würde ich nie machen und das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Es kann zwar sein, dass das für jetzt für den Moment für mich Sachen nicht in Frage kommen und unmöglich sind, aber wer weiß, was in 5 Jahren ist, so, weißt du? So, deswegen tue ich mich immer schwer mit so endlichen Sachen. Deswegen habe ich nie an keiner Stelle behauptet, ich werde nie wieder was machen, so. Immer wenn mich einer gefragt hat, wie sieht es denn aus, habe ich mir gesagt, ey, jetzt gerade im Moment nicht, aber frag mich nicht, was irgendwann ist, so, weißt du? Und deswegen ist es zum letzten Bild gekommen. Kannst du einmal weiterblättern? Ja, bam! Geil, ich schwöre, ich finde es geil. Ich hatte bei Fanfragen in irgendeinem Interview, da hatte einer gepostet, der das Cover ist aber ziemlich schlicht, ja, aber auch ziemlich geil. So, schlicht, auf den Punkt, stylisch, cool. Ich habe irgendwie viele Kommentare gelesen, wo viele meinten, du siehst da aus wie Kool Savas. Siehst du das auch? Nee, Savas ist doch fetter als ich, oder nicht? Das
war nicht immer so, aber ich glaube, mittlerweile ist er was fetter als ich. Nein, ich sehe nicht. Ja, ich habe halt auch eine Glatze und habe einen ähnlichen Bart oder vielleicht genau denselben. Vielleicht wegen der Jacke, also Kombination aus Glatze und Jacke vielleicht. Echte solche Jacken oder was? Ja. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich finde, ich sehe besser aus als Zawasche. Zumindest auf dem Cover. No front jetzt, ne, jetzt nicht wieder, oh Leute, fangen jetzt nicht wieder an, dieser, hier Rap-Update, dieser Rapper findet Zawasche hässlich oder so. Aber ich glaube, das ist auch legitim, wenn man wenn ich sage, ich finde, ich sehe besser aus als Savas, und wenn Savas dann sagt, er findet, er sieht besser aus als ich, dann habe ich auch kein Thema mit. Trotz all den Jahren, dass du aktiv warst, aktiver Rapper warst, ist das erst dein erstes Solo, hast du auch schon betont. Wieso eigentlich jetzt erst? Also wieso hast du dich nicht erst dafür entschieden, nochmal Snagger mit ins Boot zu holen und da nochmal ein Collabo-Album zu machen, sondern jetzt halt dieses Solo-Album zu machen? Ey, das, ja, also ich habe über ein Snagger-Pillard-Ding gar nicht lange großartig nachgedacht jetzt zu dem Moment. Das hat sich alles so, auch so ein bisschen entwickelt. Ich war letztes Jahr auf Mord for Fame, da hatte Snack seinen Auftritt, wir haben einen Song zusammen gemacht. Ja, und am nächsten Tag, und als auf der Rückfahrt waren schon verschiedene Homies von mir, Alter, mach doch mal wieder einen Song und so, war doch geiler Tag heute und so. Machst du einen Song und da dribbelst dich nächstes Jahr wieder auf Mord for Fame rein, trittst mit dem Song auf ein paar alte Songs und so. Und am nächsten Morgen bin ich wach geworden, hab mir so gedacht, ja, okay, die haben eigentlich recht, lass mal wieder einen Song machen. Hatte ich auch irgendwie Bock so. Und dann habe ich einen Song gemacht und der war halt auch dann Solo. Ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass machen wir zweiten, dritten, vierten Song. Das ging auch alles ganz schnell, die ersten Songs, so die Bam Bam Bam, ging so runtergeschrieben. Und ja, dann war der Gedanke relativ klar, wenn ich jetzt nach so langer Zeit was mache, dann soll das auch ein Solo sein. Halt gerade, weil es das noch nie gab zu keinem Zeitpunkt. Und um jetzt halt wirklich gerade auch den Leuten von früher das einmal zu geben, so, weil das kennen sie noch nicht, es gab noch nie einen Pillard Solo Release. Zum anderen aber auch den jetzt vielleicht neuen Leuten, die mich noch nicht kennen, die vielleicht noch ein bisschen zu jung sind, um die Zeit von damals so wirklich aktiv miterlebt zu haben, um denen halt auch einfach mal so ein Bild von mir zu geben, wer bin ich denn, was mache ich denn, was kann ich nicht, obwohl was kann ich nicht ist nicht so viel, wenn es um Musik geht. Singen kann ich nicht. Wir hatten eigentlich 16 Songs gemacht, auf dem 16. habe ich gesungen. Das konntest du noch mit einer Tonne Autotune, konntest du das nicht anhören. Deswegen haben wir den runtergeschmissen und ja. Das Album spiegelt schon, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut wieder, was meine Vorstellung von deutschem Hip-Hop ist, von Rap. Meinst du, das Fotoalbum ist jetzt zu Ende? Also kommen da noch neue Seiten zu oder ist das jetzt wirklich Punkt? Ach so, das war jetzt erstmal das letzte Foto. Ah, okay. Ja, hoffentlich kommen Sachen dazu, Alter. Also, da sind noch ein paar Seiten frei, ne? Muss ich aber noch ein paar Alben machen, damit wir die alle voll kriegen, ne? Ja, du, also. Das ist halt bei mir immer, wenn es um Musik ging, auch die letzten 6 Jahre sind es immer so 2 Faktoren. Einmal Lust und einmal Zeit. So. Lust ist auf jeden Fall da. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, nach dem Album, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr oder so. Es hat Spaß gemacht, es macht auch jetzt noch Spaß. Auch diese ganze Interviewgeschichten, Promotour und so. Macht Bock, habe ich lange nicht mehr gemacht. Zweiter Faktor ist Zeit. Müssen wir gucken, was sich ergibt. So. Und ja, aber ich bin jetzt auch echt erstmal komplett mit den Gedanken bei dem Release. Genau, ja. Na, das bringen wir jetzt erstmal in 3 Wochen ist Release. Dann hast du ja immer noch so ein bisschen Aftermath quasi zu machen, so ein bisschen, was danach noch kommt. So. Im Sommer kommen Festivals, da freue ich mich schon drauf. Und dann schauen wir mal, was danach passiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Album. Ja, danke. Wir würden jetzt, ja, lass uns mal gucken, so, wie es mit den Spielen aussieht, ja, zum Abschluss. Ich habe vollkommen reingekackt auf jeden Fall. Also mein Schein hat richtig reingekackt. Die sind gar nicht mal angezeigt, glaube ich. Jablonec läuft noch. Was hast du denn? Also meine ist auf jeden Fall gefickt, weil zur Halbzeit bei Jablonec nicht unentschieden stand. Wenn ein Spiel platt geht, ist der Schein schon im Arsch. Okay. So, du hast bei Jablonec gegen Kalma, hast du Tipp 1, also dass Jablonec zur Halbzeit führt und Jablonec hat zur Halbzeit geführt. Da bist du noch im Rennen. Also, obwohl, der Tipp ist schon safe, der kann ja nicht mehr kaputt gehen. So, okay, ja. Weil Halbzeit ist ja vorbei. Dann hast du Lokomotiva Zagreb gegen Šišak. Und zwar hast du getippt, dass das Spiel mit einem Sieg für Šišak endet. Hat auch eine 5,7-Quote gehabt. Da ist noch 0-0, da bist du noch im Rennen. Bin ich noch drin, ja. Und dein drittes Spiel war, auch wie bei mir, Minsk gegen Vilnius. Da hattest du Sieg Vilnius getippt. Und also es war kurz vor Ende. Jetzt ist das Spiel da nicht mehr drin, ne? weil es schon vorbei ist. Aber die haben kurz vor Ende geführt. Also du hast schon noch Chancen, Alter. Ich muss ehrlich zugeben, du hast mich schon auf den Geschmack gebracht jetzt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich denke mal, wir gucken uns das danach nochmal an. Ne? Ja. Machen hier einen kleinen Cut, drehen noch die anderen Formate und sagen Tschüss. Wie gesagt, viel Erfolg mit deinem neuen Album. Ja, 26.02. Onkel Pillow in Stores. Box kann jetzt schon vorbestellt werden. Natürlich sind auch nicht mehr viele da. Sagt mir später nicht, ich hätte euch das nicht gesagt. Ja, iTunes und so kann man sowieso vorbestellen. In dem Moment, wo das Interview rauskommt, eventuell auch schon die normale Standardversion per CD vorbestellen. Ich weiß nicht genau, wann wir es raushauen, das Interview. Ja, 26.02. Onkel Pillow. Peace. Peace.
Alter ballert an. Auf euch hat keiner Bock, wie auf Stress haben mit Arafat. Guck mal, jetzt geht wieder Schipschalip, Schapschalab. S und P, das riecht nach Beschwerden aus der Nachbarschaft.